Drei Planeten, zu weit zum Springen, okay, verbessern. Aber wenn wir doch schon da unten sind, ne? Warte mal, wir sind jetzt... Hier sind wir jetzt gerade, ne, oder? Derzeitiger Standort, ja. Können wir von hier aus nicht irgendwo anders hin? Wie wäre es mit dem hier? Ein Planet, wow. Mhm. Wie wäre es mit dem hier? Fünf Planeten? Fliegen wir mal hin. Warum nicht? Bau dir ein Fahrzeug. Dazu brauche ich aber wieder eine galvanische Zelle, die ich nicht mit habe. Alter, da musst du ja überall so eine Basis bauen, um erstmal ein Fahrzeug dahin zu chauffieren. Das ist ja fürchterlich. Da müsste mehrere Basen bauen können auf mehreren verschiedenen Planeten. Das wäre geil. Und zwischen den Basen so Teleporter bauen. Der Weltraumkreuzer. What the fuck, Alter? Ich wollte es nochmal erwähnt haben, das da, was ihr da seht, das ist das Riesen... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe alles vergessen, wie das geht. Wo sind die Gangster? Das ist übrigens der Riesen, wenn man 5 Sterne hat, hier diese 5 Dingssterne. Alter, das ist das Riesenpolizeischiff. Das wollte ich immer mal gesehen haben im Spiel, jetzt ist es da. Ich fliege da jetzt mal hin, das ist mir egal. Das ist das Riesenteil, was einen dann bekämpft, wenn man 5 Sterne im Weltraum hat. Habe ich gerade Riesenteil gesagt? This is the police from No Man's Sky when you have 5 stars in the space. The military. Alter, ist das ein Riesending. Lecko funny. What the fuck, Alter? Gegen den wirst du niemals ankommen. Da hast du niemals eine Chance. Oh Gott, ich hau hier ab. Ich will hier nur scannen, Leute. Nur mit deinem Ding nochmal angucken. Alter, was ein Riesenteil das ist. Riesending das ist. Alter. Was? Waffen? Titan. Titan, Titan? Ne, ich leg mich damit nicht an. So, warte mal. Ich scanne jetzt erstmal hier ganz gemütlich ab. Die sind da am Kämpfen. So. Weltraumschlacht-System Konflikt erkannt. Kampfschiffe haben Frachter im Visier. Rette die Frachter für eine Belohnung oder nutze die Situation aus und schiebe die Ladung. Ach so. Ach, das ist nur ein Weltraum. Ach so. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? Okay, dann helfe ich denen mal. Wir sind ja mal nett, ne? Wo sind die denn? Das sind aber viel zu viele. Das schaffe ich nie im Leben. Alter, oh Gott. Wo sind denn die? Hä? Feindliche Schiffe nähern sich. Schön. Lass sie doch nähern. Oh Gott, ich hab die... Oh Gott, ich hab die Steuerung. Hallo, lenk doch mal. Oh Gott, ich sehe nichts. Oh Gott, ich sehe... Oh Gott, ich sehe... Alter. Oh Gott, kritischer Schaden. Ja, ganz toll, super. Und ich lege mich ja auch noch an, oder was? Ich bin so dumm. Freunde, ich habe heute nichts getan. Lauf damit. Wo ist der? Da.
So, wo sind die anderen? Da sind die anderen. Ich sammle hier gerade irgendwie Ressourcen. Wollte ich gar nicht. Ja! Was für ein kritischer Schaden. Ich bin doch gerade... Hier ruht einer von einem Walden. Ja, 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 bla, bla, bla. Toll. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße wiederholen. Mann, ich wollte eine Belohnung haben. Toll. Ich lieg mich nie wieder mit Welt. Toll, super. Jetzt müssen wir erstmal unser Grab holen. Wo ist unser Grab? Unser Grab, Grab. Da ist unser Grab. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Dafür ist mein Schiff nicht ausgelegt. Verlorenes Inventar wiederhergestellt. Sehr schön. So, kann ich jetzt in Ruhe scannen? Mhm. Wahrscheinlich hat sich das Warp nicht gelohnt, weil hier überhaupt nichts ist. Hallo? Ist hier irgendwo ein... Ein Planet, den haben wir schon. Da ist noch einer. Der hat auch nichts. Da ist... Ah, hier sind zwei. Ich scanne nochmal eben. Na, so. Toll. Wir werden niemals nicht Rigogen finden. Der andere Planet ist dahinter. Der kann das sein, wie immer. Dass es so schwer ist, Rigogen zu finden. Wahrscheinlich die Sachen, die man braucht, sind am schwersten zu finden immer. Da ist der andere Planet. Toll, dafür brauchen wir wieder ein Fahrzeug. Was ist das denn hier für einer? Achso. Was geht denn hier ab? Okay. Okay, hier haben wir eigentlich keinen... Den haben wir auch noch nicht. Toll. Haben wir noch genug zum Teleportieren? Ja, 60%. Das heißt, wir können noch mal durchs Weltall springen. Aber dass dafür Belohnungen jetzt gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war mir jetzt neu. Ich hatte jetzt gedacht, gut, dann kämpfst du da gegen die und fertig. Ein schwarzes Loch. Machen wir mal? Ja, komm. Oder? Gehen wir in ein schwarzes Loch? Ja, komm. Komm, wir gehen mal in ein schwarzes Loch. Komm. Ist ja oft so, dass man sagt, komm, wir gehen mal in ein schwarzes Loch für beiden. Komm. So. Aber dass das so schwer ist, die Rigogen zu finden... Mann, und wir brauchen die. Und ich will unbedingt Glas bauen. Aber für Glas brauchen wir ja... Aber für Glas brauchen wir ja auch, Rohstoffe. Hallo? Aha. Hier haben wir natürlich auch Planeten. Jetzt erstmal gucken. Erstmal abscannen. Schwarzes Loch entdeckt. Ah, da ist schon wieder nicht das, was wir brauchen. Scanner lädt gerade auf, warten wir mal ab. Vielleicht finden wir ja hier Rigogen. Das wäre so geil. Das wäre so cool. Das gibt's doch nicht. Emeril. Weißt du, Emeril findest du an jeder... Findest du an jeder Ecke. Nein, Grützhagen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Hier muss irgendwo noch ein Planet sein. Da ist noch einer. Die Galaxie ist hier grün. Ich weiß gar nicht, warum. Na, Mann. Hier, da vielleicht. Komm, bitte. Bitte Däumchen drücken, bitte. Toll. Wisst ihr was? Ich fliege ins... hallo? Wo ist denn das? Oh mein Gott, ich fliege ins schwarze Loch, oh mein Gott!
Haltet euch fest! Es wird spannend! Wo werden wir landen? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir endlich den Ort, wo es Ryogogen gibt. Ryogogen, glaube ich, hieß es. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon vergessen. Das schwarze Loch löscht meine Seele. Und lässt damit quasi gleichzeitig No Man's Sky abstürzen. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott, das war wohl zu viel des Guten. Ich starte mal eben die PlayStation neu. Für dich auf YouTube geht's direkt weiter. Oder beziehungsweise gleich. Oh Gott, wie geil. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Tja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Wo war ich denn jetzt? So, hier. Oh mein Gott. Das war wohl zu viel des Guten. Da ist wohl, ja. No Man's Sky gleich mal abgeschmiert. Ja, F5. Tilt, Programmabschluss. Das war wohl zu viel, als wir in ein schwarzes Loch geflogen sind. Da ist No Man's Sky einfach mal abgekackt. Damit erstmal... Ja, damit erstmal willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt landen werden. Ich lasse mich echt überraschen. Ich bin gespannt, wo der gespeichert hat. Oh Gott. Ach, das war nach unserem... Ach so, okay. Wir müssen hier unser quasi... unser Grab... holen. Ja, da ist No Man's Sky einfach mal eiskalt abgestürzt, weil wir ins schwarze Loch geflogen sind. Ich werde das schwarze Loch sowieso nicht wiederfinden. So wie ich mich kenne. Wo war denn mein Grab? Hallo? Zack, Inventar wiederhergestellt. So. Dann bin ich auf die Karte gegangen. Flexi ist lost in space. Yes, of course. Wo? Warte mal, war das hier schwarzes Loch? Ich würde das gerne mit dem schwarzen Loch nochmal ausprobieren. Oh, was ist das denn? Hm, komm mal hier. Nee. Ich werde das schwarze Loch nie wiederfinden. Oh, ist das klein. Aber 6 Planeten. Habe ich aber schon entdeckt. Okay. Was ist hiermit? 2 Planeten. Ja. Ich suche mir mal irgendeinen aus hier. Den vielleicht? 3 Planeten. Nee. Was ist hiermit? 1 Planet. Also ein Planet ist nicht so wenig. Ja, blau. Waren wir blau schon? 4 Planeten. Ah. Mir fehlt auch übrigens noch ein Reaktor, damit ich vernünftig reisen kann. Ein Kernreaktor. Frag mal Putin, der hat bestimmt genug Plutonium für dich. So, warte mal, hier ist eine grüne oder eine blaue Galaxie. Komme ich da hin? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Tau, ich weiß nicht, wo wir Tau herkriegen. So viele tolle Galaxien. Die blaue kann ich ja auch nicht ansteuern, ne? Teda, wo bekomme ich denn die Warp-Reaktor Teda her? Das würde ich gerne mal wissen. Genau, ich streame jetzt nicht mehr von der Erde, sondern ich streame jetzt gerade aus dem schwarzen Loch. Das schwarze Loch hat mich verschlungen und ihr seht mich gerade aus einer anderen Zukunft. I'm streaming from the black hole, far, far away in the universe. I'm not real. I'm the butterfly effect. So. Oh, das ging aber schnell. Und ich habe Eisen gesammelt, obwohl ich gar nichts gemacht habe. So, was haben wir hier? Erstmal direkt abscannen. Rebeum? Was ist das denn? Oh Gott, wir werden niemals nicht unseren Dings finden. Oh, guck mal, die Erde. Schon wieder. Jeder Planet sieht fast aus wie die Erde von oben. Das ist so.
Rebeum. Guck mal, da gibt es sogar zwei Sachen, die da, Alter. Der eine Kackdingen, was man mit dem Fahrzeug machen muss, und das andere hier, Rebeum. Keine Ahnung, was ist. Gucken wir uns gleich mal an. Vielleicht können wir das hier abfarmen. Ich glaube zwar nicht dran. Ich will Regogen! Das ist doch nicht wahr. Kann doch nicht so schwer sein, Regogen zu finden. Versprechen, damit funkt's uns. Ich fliege durchs All, ich fliege durchs All. Den haben wir schon, ne? Wer ist denn? Der ist am nächsten dran, ne? Hat der auch? Der hat auch. Da gehen wir mal gucken. Komm. Und das ist ein Schneeplanet, oder? Ich glaube schon. Nee, ein Wasserplanet. Oh, war schon lange nicht mehr. Achso, apropos, da können wir ja mal jemanden einen Wunsch erfüllen. Ich weiß, die Folge wird sehr spät für dich erscheinen. Weil ich habe jemanden, oder beziehungsweise gibt es jemanden, der die Videos alle guckt bei mir auf YouTube, aber leider den Stream nicht so guckt, sondern sich die YouTube-Videos anguckt. Und für dich wird die Folge dann wahrscheinlich sehr, sehr spät rauskommen, wo wir schon im Stream wahrscheinlich ein bisschen weiter sind. Ja, du wolltest ja wissen wegen Unterwasserwelt. Das können wir jetzt mal direkt machen. Dann werde ich mal auf einen Kommentar auf YouTube eingehen und werde mal eben kurz dir die Unterwasserwelt zeigen. Man kann nämlich unter Wasser auch erkunden. Das war ja die Frage. Ich schaue nochmal eben, was der hier kann so. Ja, gut's nicht, ne? Mach's gut. Hat er mir jetzt gar nicht angezeigt, was der hier hat. Okay, anscheinend gar nichts. So, ich habe nämlich hier auch meine im Exo-Anzug. Hier so Sauerstoffklamotten. Das müsste ich aber aufladen mit Zink und Titan. Habe ich jetzt nicht. Aber ein bisschen Sauerstoff haben wir. Das heißt, wir können hier unten auch einfach mal tauchen. Gut, ist jetzt vielleicht gerade hier nicht so spannend. Sieht zumindest nicht danach aus, als wäre es hier gerade sehr spannend, die Unterwasserwelt. Es gibt aber eine tolle Unterwasserwelt. Das kannst du mir glauben. So. Die habe ich selber schon gesehen. Huch, die habe ich selber schon gesehen. Hui. Ja, hier wird es ein bisschen interessanter. Ja, genau. Ich glaube, man kann sogar unter Wasser auch abbauen. Ja, ach, guck mal hier. Hier ist auch die Trinke. Mit einem Fahrzeug unter Wasser zerstören. Wow. Ne, also man kann auch, wie gesagt, da unten geht es noch weiter. Also man kann auch unter Wasser erkunden. Ne? Das geht also auch. Subnautica. Ja, genau. So, jetzt frage ich mich... Oh, was ist da hinten? Deine Basis? Ich frage mich... Oh, ein Traum. Wo ist denn hier dieses eine Zeug, was wir gerade gesehen haben? Das neue? Was wir noch nicht... Ja, Scanner lädt auf. Das ist Eisen. Hier war doch dieses Ribenium, oder wie das hieß, ne? Wo ist denn das? Wo ist denn der? Ach, da. So, ich scanne gleich nochmal, wenn der Scanner aufgeladen ist. Ja, Fahrzeugterminal. Dazu brauche ich aber auch Dings. Das ist ganz toll. Oh, Plutonium. Sehr schön. Eine Höhle? Komm, wir gehen mal gucken. Komm, wir gehen mal gucken, was in der Höhle auf uns wartet. Na toll, das ist ja keine richtige Höhle. Mehr Eisen wie alles andere. Da drüben war Plutonium. Das nehme ich noch mit. Für unseren Antrieb. Wir fliegen mal eben zu der Basis auch rüber. So, was war das hier? Achso. Aber das andere Zeug? Hm. Vielleicht finden wir das in der Basis da drüben oder so. Achso, man kann übrigens sein Raumschiff jetzt benennen, ne? Das habe ich auch getan. Kann ich euch gleich mal zeigen. So, ich lande hier mal. Was, wenn man das Periodensystem kennenlernen will, muss man nur mit Sky spielen? Was?
Hier bei Raumschiff kann man hier sein Raumschiff benennen. Hier oben, glaube ich, war das gewesen. Hier. Galactica 1 habe ich es einfach mal genannt. Fand ich ganz toll. Ja. Anzug, glaube ich, kann man nicht benennen. Toll, ich bin eigentlich nicht hier, um Plutonium zu sammeln, aber... Warum ist denn die Basis lila? Ist es der Quotenschwule, der auf dem Planeten wohnt? Oh, ich fühle mich wohl, als ich sollte. So. Was haben wir? Hallo? Ah, Nanithaufen. Jawohl. Wir haben immer mehr. Trotzdem frage ich mich, wie wir an diesen... Da oben, oder? Das könnte was sein. Da gehe ich mal hin. Das könnte was sein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das kann man sogar... Sparodium. Hä? Nee. Das ist aber nicht das, was ich suche. Das hieß doch irgendwie anders. Das hieß doch... Kann man das nachgucken? Protokoll, Aufgaben? Ach, man hat jetzt sogar ein Protokoll. Ach, guck mal an. Mhm. Konstruktionsfertigung, Aufgaben. Landwirtschaftsprojekt. Aha, Koprit. Ach so. Waffenprogramm. Nanithaufen sammeln. Exofahrzeugentwicklung. Oh Gott. Das sind unsere Aufgaben. Haben wir noch genug zu tun, würde ich sagen. Achso, hier kann man dann auswählen wahrscheinlich. Kann man denn... HOD aktivieren, Basisleitung, wegen Anzeigen, Schaden, was Ausmaß, okay. Wolfgang hat einen Bonusinventar einlösen, aber man kann nichts sehen. Ach, hier haben sie es auch abgeändert. Ah, okay, Kovacs ansehen. Mhm. Oh, das ist auch neu. So, warte mal, wir sind jetzt hier, ne? Aber man kann hier leider nicht einsehen. Schade eigentlich, ich würde jetzt gerne... Ich würde gerne einsehen, wie man auf diesem Planeten... Was? Komische Geräusche hier. Auf dem Planeten würde ich gerne wissen, was es nochmal für ein Zeug war, was wir da gesehen haben beim Scannen. Das wäre nochmal ganz nett zu erfahren. Da oben ist Zink, das hole ich mir mal eben. Dass man wenigstens sieht, was hier an Ressourcen gibt auf dem Planeten. Was für unterschiedliche. Und es wäre noch echt ein Traum, wenn man sich die Sachen irgendwie so markiert. Und dann, wie gesagt, so irgendwie so Hinweise kriegt, wo die zu finden wären. Das wäre noch schön. So, was ist das hier? Nee, Sparodium suche ich nicht. Das war doch Datorium oder wie hieß das nochmal? Ich weiß es gar nicht.